Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auserwählte Spektatoris, zu einem weiteren Teil von Let's Play. Von Warhammer 3 mit mir, dem Tante genau bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit dem mächtigen Speckus. Und aus irgendeinem Grund... Schließ mal den Riss. Now is the day of butchery. So wenig. So wenig Verstärkungsraten, ne? Ja, aus irgendeinem Grund müssen wir uns hier noch versuchen, gegen solchen Vater Nörgel durchzusetzen. Kannst du hier nochmal ein Lager errichten? It's the same Lager as it was. So, und mehr machen wir da jetzt erstmal, glaube ich, gar nicht. Denn Lager ausbauen, das wissen wir, das ist ein teurer Spaß. Das kennen wir hier schon. 2020. 1000 hierfür. Ja, komm, ist das auch noch. 2000 da. So, Specki. Und dann. Specki geht einmal hier hin. Was gibt's? 15.000? Standard der Disziplin, Großschiff, Silber, Strahlrüstung. Wir müssen weiter. Leider kein Buffet. Sonst hätten wir ernsthaft drüber nachdenken können. Der ist immer noch total verseucht. Alles klar. Ja, und wie das so ist, wenn der Bär brüllt und die Risse kommen, dann gibt es überall Revolten und unsere Städte wachsen nicht mehr. Leider unvermeidlich. Eine Rebellion, eine weitere Armee wird von einer Seuche überfallen. Die Siedlung wird von einer Seuche befallen. Der Speckus kriegt die Selbstgeißelung. Das heißt, bei dem wahrscheinlich Intervallfasten. Und es sieht so aus, als könnten wir hier hingehen. Richtig? Naha, ja, Formalkosten, ne? Kreis der Füllerei. Ja, wir müssen weiter. Wir holen uns jetzt diese letzte Seele des Dämonenherrschers. Cool. Okay, ich habe jetzt hier die Seuche. Deswegen komme ich an den Typen da nicht ran. Wir werden dann, glaube ich, aber hier durch diesen Chaos. Ah, na! Oh Gott, okay. Naja, egal. Obey me. Ja, dann lass es kommen. Alter, komm. Ich hab schon gedacht, komm, da könnten wir eigentlich dann durch den Chaosriss reisen, aber dann machen wir es halt nicht. Follow the meat. Und dann. Bring me something, Slay. Du rekrutierst noch? Dich habe ich ja dummerweise falsch bewegt. Du rekrutierst noch und versuchst dich hier von dieser Seuche zu erholen, ne? Leader of the tribe. Treader of the Light. Won't stop till everything's mine. Ach, der greift jetzt das Lager an. Zum Glück hat er keine Probleme mit Bewegungsreichweite ohne Ende. Und da bin ich immer noch am Start. Neue Schrottverträge ohne Sinn verfügbar.
because I said so. Ja, ne, und dann ist halt wieder, das ist halt wieder so doof, ne. Dann greife ich den jetzt an, dann haut er wieder ab, ne, also ne, ihr seht, was ich meine. Wir machen das mal anders, Moment. So, ich habe mich jetzt mal hier in den Hinterhalt gestellt und dann kriegen wir wenigstens nochmal ein Gefecht gegen Kugat. Den Seuchenvater. Dann müssen wir uns auch nicht das antun. Naja gut, ich meine, ich habe kein Problem damit, wenn er mir da oben dann meine, wenn er mir dann da oben meine, mein Lager wegnimmt. Das Problem habe ich eher damit, dass der halt einfach die ganze Zeit da rumrennt und ich halt nicht gegen den kämpfen kann. So, ich hasse sowas. Ja, also dass der halt einfach die ganze Zeit vor mir flüchtet. Ich mag sowas nicht. Okay. Stell's mir bitte hier hin. Im Defensivmodus. Meine Tschüss! Win supper! God shall, boys! Biggest in the tribe! Hungry! Pass auf den da, schätzen wir mal hier hinten hin. Nur falls er irgendwie die. Also irgendwie die Bleispucker. Versuchst du rushen? I seek prey! Pass auf, du kannst ja hier hin und versuchen, auf ihn zu schießen. Und zack! Du hast überhaupt gar keine Zeit, auf die Einheiten zu schießen, weil der viel zu schnell ist. Lol, es ist einfach nur so blöd. Es ist einfach nur so blöd. Es ist so blöd, wieder halt einfach so sofort einen versucht wegzuraden. Ohne dass man da irgendwas machen kann. Ich würde es natürlich auch versuchen. Das Problem ist halt nur, du bist halt als menschlicher Spieler, du bist halt niemals so schnell, ne? Also kannst diese Angriffe gar nicht so schnell setzen. Und auf den Ruler of the Tribe. Thunder in fall. Reckon so. Grind their bones. Follow the Morse call. Bring us meat. The undefeated ruler, Ogre Hunter. Iron fists, iron guts, iron fists, Manchum. Let's go, boys. Yeah. Lead belchers. Off we go. Rejoice in flame! Master Seeker! Hunt them down! Firemouth's priest! Hungry! Bring us meat! Er bleibt einfach stehen! Tyrant of the tribe! Oh man! Bring supper! Take it all! Thundering forth! Munch him!
so blöd. Alleine dieses, die Mechanik zum Abhauen ist so ein Quatsch. Spreading fire! For the flame! Take it all! Eon! Child of the volcano! Blood belchers! Killing time! Crunch their skulls! Crunch their skulls! Oh, Leute. The biggest boss! Cuts out, boy! Dass ich spiele die Einheiten mit den hohen Massewerten. Aber das war wohl so nur. Das war doch nur so eine Vermutung. Limb from limb. Priest of the volcano. Incinerate. In my God. The more calls. Rampage this way! Tribe needs it! Gonna crush him! Survivor of fire! Yes! The quarry is mine! The ultimate predator! Predator! Me! The ultimate hunter! The more calls! So, da hier kommt. Am besten gehst du wirklich immer mit den Eisenwänzen oder sowas auf so einen Helden drauf, ne? Ja, aber wie gesagt, also ich habe halt keinen Bock, dass die ganze Zeit diese Armeen da oben einfach nur immer nur vor mir weglaufen. Das ist ein bisschen nervig. Ich würde gerne auch mal. Also ich spiele diese Schlacht halt auch gerne, ne? The flesh is pizza. Ich möchte das mal ernsthafterweise betonen. Listen to what Grixis says, you. Der soll echt mal aufhören, mich die ganze Zeit zu fragen, ob ich da diesem Krieg beitrete. Rebellion, Provinz, warum nicht? Armee von solchen überfallen, wissen wir doch. Nur ihr alle. Ah ne, sind alle bis auf eine. Es sind alle bis auf eine. Bis auf die hier, ne? Und vorhin war es noch die hier. Ja, doch keine Seuche, okay. Tyrant of the tribe. So. About that face. Slice him up, butchers. Want everything. Ab darüber hier den Riss zu machen. Carve and. Und hier sieht den Driss. Master Butcher. Tyrant of the tribe. Do what I say. Make sure I don't die. Right? Gets me what I want. Tyrant of the tribe. Macht's auch noch mal günstiger. Who can I boss around next? Obey me or your dinner. More meat for my grinder. Do what I say. Mach so. Dann ist das Lager da zumindest halbwegs gesichert. So, Specki. Rude
so viele Seelen zerfallen. Der Schleckkreis der Fleischeslust. Ogre Tyrant! Too cold! Somebody burn something! Gut, okay. Ich habe so eine Ahnung, was du mich fragst. Achtung! Oh, nee. Ich dachte wieder die Zwerge, aber das war eine andere Fraktion, glaube ich. Na, er fragt mich erst wahrscheinlich nächste Runde wieder. The loser gets eaten. But I am. I'll eat any challenger. There, I said so. Lauf mal da raus. Stomp on. Keep your heads down, right? Was hat der Hinterhaltmodus? Das wäre, wenn man gerade zu wenig Geld. Find me a face. Oha. Glaub, jetzt werden wir mal angegriffen, hä? So, ich glaube, du machst den Riss hier zu, oder will der mit dir, oder wolltest du, warte mal kurz. Wir könnten den ja auch nutzen, um mit dem Riss hier zu reisen, ne, aber da unten gibt's auch ein. Die sind echt dünn gesät diesmal. Die sind nur hier oben zahlreiche. Das kann natürlich jetzt auch was damit zu tun haben, dass der Ozon halt so am Abkacken ist, ne? Lord in charge. Jo. March. On your feet. This ogre's got better concerns. So, danach machst du, glaube ich, nix. A feast in my honor. Du hast jetzt gerade diese Stadt da übernommen. Den Riss machen wir gleich mit dem anderen zu. Du müsstest eigentlich auch hier weiter, ne? Korruption minus 10 in der lokalen Provinz ist ja eigentlich ziemlich mächtig, ne? Okay.
Ich glaube, die kann man so cool spielen. Ich glaube, man kann die echt wirklich sehr gut spielen, die diese Feuerbäuche. Braucht noch irgendeine Waffe hier, nimm die. Wir warten jetzt mal noch ein Ründchen. Ach guck mal, der ist geportet, ne? Aber er ist direkt neben uns geportet, wenn ich das richtig sehe. Der alte gerupfte Vogel da, das Täubchen. Och nee, nicht schon wieder. Oh Mann. We're going conquering. Das sind jetzt diese neuen Armeen, ne? Die da angekündigt wurden, ne? Er will da jetzt diese Riesenarmee da machen. Vergnügungssüchtig. Ab ins Phantasialand, Junge. Obey me. Get it done. Ja, wir kriegen es einfach mal gerade. Mann, wo läufst du hin? Bakak! Bakak! We'll show who's boss. The fleshiest bits are mine. Well, down you go. Tyrant of the tribe. There! I said so. Trident of the Hive. Don't let him see. Wir müssen. Okay. Not touch, Nurgle, Harold. Tyrant gets the spoils. Er kann auch noch eine Runde warten, ne? Was war jetzt mit ihm hier? Ich glaube, mit ihm wollte ich auch hier lang, ne? Strike through the pain. Grafiktreiber ist verfügbar. Nice, muss ich gleich mal updaten. Okay. Hier war der Typ, ne?
welchem Riss ist der denn gekommen? Da hinten wahrscheinlich. Machst du da mal bitte gleich den Riss zu. Für die brutalste Chaos-Korruption überhaupt, die du hier kriegst, ne? Mal noch nix. Don't worry, the Noblars don't bite. Usually. Large and in charge. Loser gets eaten. Slice him up. Die Einheiten werden billiger. Come on, faster. Oh. Ogre Tyrant. Was ist das? We're going conquering. The fleshiest bits are mine. In charge. Okay. No time for supper. Ab dafür. Master of Awful. In charge. Meat ritual. Led by the moor. Oh. Because I said so. I said go. Keep moving. Or else. Vollgas. Stop on. Was bei Ogern wahrscheinlich auch wieder unterschiedlich ist. My gut is law. Live alone. Oh well, in fact, I'm boss, and that's that. We'll show who's boss. Show 'em who's boss. Ich glaube für 13.000. Rauben wir das einmal aus. March! The boss! Make sure I don't die, right? Obey me or your dinner. Das waren doch jetzt aber mehrere unterschiedliche Armeen, ne? Belagert das Ding gerade, okay. Tyrant,
Okay. Hier ist nix. Okay, boah, das hier. Schädelberg, okay, boah, das hier. So viel Geld haben wir noch gerade, oder? Oh, warte mal, da kannst du auch direkt noch hier das Verteidigungsgebäude ausbauen. Ja, Wachstum. Oh, der hat eine Siedlung. Unser Verbündeter hat eine Siedlung verloren. Okay. Mach das mal so. Okay. 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 Wir brauchen noch eine Technologie, ne? Wollen wir noch die Jagdkniffe machen? Ich glaube eigentlich nicht unbedingt. Nahkampfabwehr für Lager klingt nicht doof. Munition für Eisenspeieränderung, Energie, minus 2 Korruption, ja. Plus 10 durch Verträge brauchen wir nicht. Für Knoblar ist nochmal 50% weniger Unterhalt und mehr Einkommen durch Handel, machen wir das noch. Und dann sind wir gleich durch. Im Reich des Slanesh. Die sind direkt nebeneinander. Nee, nicht conquering, we're going defending. We're going hardcore defending. Okay. The main harvest begins. Mate. So, ich bin gespannt. Wie will er das machen? Das muss man ja jetzt mal fragen. Finally! Gods of Chaos!
The god bear is dead! Gather Ursun's power. Bind it to me. My godhood will be forged here on this throne. One by one, I will kill the gods and harvest their strength. All will be mine! New deity will soon ascend. Belakor, the Chaos God of Shadows. His transformation will take time. He can still be stopped. He must be stopped. The Great Maw will not go hungry whilst the god meat is fresh. Okay, Speckus ist zurück, hat alle Seelen gesammelt und jetzt? Der Bärengott ist tot. Er wird nie wieder brüllen und die Realität selbst lässt sich nicht mehr bändigen. Unaufhörlich bilden sich Risse, Schleier, durch die Dämonen in die Welt der Sterblichen strömen. Wir haben die letzte Seele, die wir benötigen, um den Weg zur Schmiede zu erhellen. Doch das Schicksal kam uns zuvor. Der Bärengott ist tot. Er wird nie wieder brüllen und die Realität lässt sich nicht mehr bändigen. Im Schleier bilden sich Risse, durch die Dämonen in die Welt der Sterblichen strömen. Dies war seit jeher Teil von Belakors Plan. Er steigt zur Gottheit auf. Für uns gibt es in seiner großen Vision keinen Platz. Er muss aufgehalten werden. Aufgabe erteilen. Nutzt einen Riss, um euch zur Schmiede zur Schmiede der Seelen zu begeben und gewinnt dann die folgende Schlachtrunde bis zum Abschluss 40. Beschreibung. Die dauerhaften Risse im Reich der Sterblichen sind offen. Nutzt sie erneut, um zur Schmiede der Seelen zu gelangen. Denn Belakor will nichts Geringeres, als sich zum Gott zu erheben. Er wird sich an den Überresten Ursuns laben, die Kraft des Bären aufnehmen und die Mächte der Verderbnis herausfordern. Nun, da ihr die vier verdorbenen Seelen gesammelt habt, setzt sie im Reich des Chaos frei und erhält den versteckten Pfad, eine Schattenbrücke, die zur Schmiede der Seelen führt. Stellt euch Belakor und besiegt ihn, bevor er zum Gott wird. Das ist eine Armee, okay, da sind einige Seelen Zamalma am Start. Okay. Rosa Horror des Zehn, Stämonetten des Slanisch, Seuchenhüter des Nörgel, Zerfleischer. Nochmal Zerfleischer und dann Belakor selbst. Boss of Bosses. Sagt der Zukünftige. Okay, das sehen wir im nächsten Part. Bis dann, sag ich, mach's gut und Pax Vobiscum Valete. Bevor ich mich noch verabschiede, vielleicht dann doch noch ganz kurz. So, nochmal ganz kurze Besprechung. Also, ich verstehe, dass viele, die dieses Spiel spielen, gewillt sind, diese Story einfach so hinzunehmen. Ich finde es natürlich aber immer wichtig, auch nochmal besonders drauf zu gucken und drauf zu achten, wie entwickelt sich diese Geschichte und vielleicht knüpft die einfach an ganz viele Dinge an, die mir unbekannt sind. Aber ich finde das nicht so elegant irgendwie. Also ich finde, die Story ist okay, ist jetzt nicht schlecht, aber ich finde sie auch nicht so elegant. Elegant wäre zum Beispiel, also sagen wir mal so, man kann das ja relativ, und das wird ja hier in dem Spiel auch gemacht, man kann das relativ einfach zusammenfassen. Belakor möchte gerne ein Gott werden, also tötet er den Bärengott, will dessen Kraft sammeln, und
damit dann andere Götter töten. So, ne, das ist so die, ne, ich glaube so in a nutshell ist es das, worum es hier geht. Aber wie funktioniert das denn alles? Also, das ist so, ich finde halt, also offenbar schwebt dem Spiel hier so eine sehr, sehr, ja, ich sag mal, antikisierende Götterwelt vor, in der die Götter auch sterben können. Und wo die Götter aber auch nicht so mächtig sind, dass sie sich irgendwie gegen Dämonen wehren können. Andererseits braucht aber Bellacor auch diese Dämonen, damit sie ihm die Kraft geben, damit er die Götter besiegen kann. Ich finde das nicht ganz so plausibel. Ich würde mich immer zum Beispiel fragen, also, aber vielleicht wird das noch erklärt oder vielleicht ist es erklärt worden und ich habe es nicht richtig verstanden. Oder vielleicht ist das an anderer Stelle erklärt worden und ich weiß es nicht. Ich würde mir immer die Frage stellen, dann, also so, warum erledigen die Chaos, Götter, Dämonen das nicht selbst? Dann natürlich, ja, könnte man wahrscheinlich argumentieren und vielleicht wird das auch so getan. Ja, die können halt nicht so ins Reich der Sterblichen einfach so rein und da einfach dann so rumwerkeln und sich dann dort diesen Göttern dann stellen und die dann dort irgendwie platt machen. Also sie brauchen irgendwie Stellvertreter, die diesen Kampf sozusagen austragen oder so. Aber das ergibt ja wenig Sinn, weil ich meine, gut, die Stellvertreter, die könnten dann so zwischen diesen Welten hin und her wandeln. Aber wenn doch die Macht der Götter zwischen diesen Reichen hin und her wirken kann, dann bräuchten sie auch keine Stellvertreter. Ja, weil diese Stellvertreter könnten doch dann auch immer nur so mächtig sein, wie die Macht der Götter ist, die ihnen ihre Stärke verleiht, wenn ihr versteht, was ich meine. Und wenn diese Macht in diesem Gefäß sozusagen, ne, der Sterbliche, der ist gewissermaßen das Gefäß, das diese Macht transportiert, so zwischen diesen Reichen hin und her wandeln kann. Also es erschließt sich mir nicht, warum das dann dieses Gefäß irgendwo, wozu es dieses Gefäßes halt so bedarf. Ich meine, mit der Macht könnten sie sich ja, die sie besitzen, offenbar scheint diese Macht ja groß genug zu sein, sich gegenseitig irgendwie auszulöschen, könnten sie ja ein eigenes Gefäß schaffen, das sie dann selber benutzen, dann bräuchten sie die Sterblichen gar nicht. So zu sagen, ne? Also, ja. Irgendwie so, aber ich freue mich da auf jeden Fall über eure Erklärungsansätze. Und natürlich so finde ich die Story von wegen so, ja, ich will halt mächtig werden, bla bla bla. Oder er will halt mächtig werden. Ich will sowieso immer mächtig werden. Aber Bellacor will irgendwie mächtig werden und so weiter. Und das haben wir ganz gut erklärt. Das ist okay. Das ist ein ganz interessantes Motiv. Aber, also es gibt ja eigentlich nicht so wirklich viele Optionen. Dieses Motiv ist ja sehr flach, sozusagen. Also entweder Bellacor will so mächtig werden, dass er die Chaosgötter vernichten kann. Dann müssten die Chaosgötter ja aber seine Absicht kennen und ihn vernichten, oder? Oder hält sich im Reich der Sterblichen auf, dann würden die Götter aus dem Reich der Sterblichen aber wissen, dass er sie vernichten will und dann würden sie doch Bellacor vernichten. Oder sie können ihn nicht vernichten, weil er irgendwie von den Chaosgöttern in irgendeiner Form beschützt wird, aber dann sind wir wieder bei diesem Punkt, wo die Macht der Chaosgötter im Reich der Sterblichen wirkt und so weiter, wenn ihr versteht, was ich meine. Also, dann, ne, das könnte man, das wäre so eine Sache, die ich in wo ich gerne, also, oder ich sag mal so, ich hätte gerne mehr Erklärungen dann in diesem Spiel, mehr Story so insgesamt. Oder man könnte noch sagen, ja, Bellacor will halt einfach immer nur mächtiger werden, sozusagen. Ja, und dann? Also, dann ist er irgendwann der Mächtigste und dann, also, purer Sadismus reicht mir irgendwie als Motiv irgendwie nicht so ganz hin. So, wo ist das Big Picture? Herrscher der gesamten Welt über Leben und Tod, Gut und Böse und so weiter und so fort. Aber danach gibt's ja nichts mehr. Also ich meine, das Ziel ist ja total hohl, ja. Also worin besteht der Wert dieses Zieles?
Das hat selbst überhaupt gar keinen Wert. So, nehmen wir Thanos, ne? So nach dem Motto, ne? Man wird so, ne? Der Herr über Leben und Tod und, ne? Zack, schnippt alles, ne? Und, aber worin besteht der Wert von dem Ganzen? Das ist eine Handlung und ein Ziel, das keinen Wert mehr besitzt. Also, ja, weiß es nicht. Dieses Ziel besitzt ja nur gewissermaßen einen Wert, wenn er selber in irgendeiner Form. Also, wenn es irgendeine Form von Konkurrenz gibt, ne? Vielleicht. Oder wenn es irgendeine Form von Grenzen gibt, ne? Ja. Interessant. Ja, also gut. Aber eure Meinung interessiert mich. Schreibt mir doch mal was dazu. Würde mich freuen, das zu lesen. Wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Macht's gut. Bis dahin. Pax vobiscum. Valete.